So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Pop-Punk Paradise. Heute befinden wir uns wieder in der wunderbaren Analyse von der Lyrik. Diesmal einem Thema nur Girlbands. Neben mir, dem talentierten und charmanten Host Jan, heute noch am Start Philipp Schöpfer. Hallo. Phil, hallo. Hallo Jan. Wir sind wieder für die lyrische Analyse zuständig. Natürlich. Aber was ist denn die lyrische Analyse? Jan, erzähl uns doch davon. Das kann ich dir gerne erzählen, Philipp. Die lyrische Analyse in diesem wunderschönen Format schauen wir uns bekannte Liedtexte an und ja, wir schauen etwas hinter die Kulissen. Oft hört man Lieder nur so nebenbei, schaut sich mal den Text noch an und denkt sich dann, oh, okay, das Lied bedeutet das. Aber ganz oft haben Künstler versteckte Intentionen in ihren Texten versteckt. Und wir gehen so tief in die Materie. Wir heben quasi, wenn das Lied ein Schatz ist, wir heben den Schatz aus dem Marianengraben und bringen ihn an die Oberfläche. So tief gehen wir in die Materie. Und hoffen, dass unsere Zuhörer Spaß dabei haben und neue Sachen lernen können. Und trotzdem werden wir hin und wieder ein bisschen überspitzt das alles formulieren. Also nehmt keinen Satz, den wir hier sagen, ernst. Das ist der übliche Hinweis, den wir für euch geben müssen, denn dieses Format ist einfach nur Quatsch. Aber es ist awesome. Natürlich. So, unser erstes Lied heißt Boys. The Boys I Dated in High School von The Pretiers? Prettiates, oder? Prettiates. Pretiers. Prettiates. Okay. So. Prettiates. Ja. Ja. Wie immer findet ihr das alles in unserer Beschreibung, die wir nicht pflegen. Also. So, Philipp, du hast dir das Lied ausgesucht. Dann erzähl mal was darüber. Ja, ich habe mir dieses Stück Gold aus dem Internet hervorgekramt, weil ich gedacht habe, hey, das wird keiner bis jetzt analysiert haben. Und hey, ich glaube, wir haben damit recht. Also, das bekannte Lied Boys ist natürlich weltbekannt, und weltbekannt ist folgender Text. Ian war ein DJ. Ich traf ihn in der Avenue A. Das ist eine Straße in New York, wer es nicht kennt. Ich habe ihm meine Nummer gegeben, weil er ein DJ war. Warum nicht? Er war so gut im Schreiben von SNS. Aber unsere echten Gespräche haben mich irritiert. Also ging ich zur nächsten Sache über, weil er nur gut texten konnte. Nur gut in Texten. Das ist schon der Anfang des Liedes. Und ja, hier kommen wir zu unserer ersten Figur in diesem ganzen Lied. Grundlegend gibt es vier Figuren. Eine Figur ist der DJ Ian. Und hier müssen wir uns ein bisschen hinterfragen. In welche Richtung geht dieses Lied? Eine sehr gute Frage. Meiner Meinung Ja, meiner Meinung Entschuldigung. nach, ja bitte, bitte, Jan, ich möchte dich gar nicht unterbrechen, bitte nur zu. Okay, ich dachte, du wolltest mir eine Brücke schlagen. Ich dachte nicht, dass du weiterreden möchtest. Aber ich hake mal kurz dazwischen. Ich glaube, es hier geht es stark um ja, das veränderte Sozialverhalten der Menschen. Früher hat man sich noch getroffen bei Tanzveranstaltungen, ja, auf dem Karneval und hat noch viel mehr reden müssen. Aber in der heutigen Zeit durch die neuen Technologien, die das Internet hervorbrachte, und auch Telefon wie SMS oder für die jüngeren Leute WhatsApp-Nachrichten oder Facebook, Telegram oder TikTok TikTok. oder Instagram, Twitter hat das Kommunikationsverhalten um einiges verändert. Und das sieht man auch hier. Es gibt einige Leute, die extrem gut schreiben können, aber eigentlich in der direkten Kommunikation noch sehr unsicher sind, da sie das fast nicht mehr machen. Ich Und ich möchte glaube, das wird hier aufgegriffen. nur kurz einen Satz von dir aufgreifen und auf die letzte lyrische Analyse verweisen. Jan nennt Facebook Telegram und dann erst ganz am Ende Instagram. Macht euch eure Gedanken, nachdem ihr die letzte lyrische Analyse mit uns gehört hattet. Mein Gedankengut geht weniger Richtung
Was war denn damals mit SMS? Was war denn damals modern? Was ist jetzt modern? Wie schreiben wir? Wie interagieren wir? Nein, nein, nein. Es ist eine klare Message, meiner Meinung nach, von der Band himself. Ich meine, die Band besteht nur aus Frauen. Und vielleicht kann man dazu sagen, der Satz wirkt für mich persönlich, als wären sie sexsüchtig. Was? Oder sie wollen zumindest Sex. Und was sollen uns denn sonst die Sätze sagen? Aber unsere echten Gespräche haben mich irritiert. Also ging ich zur nächsten Sache über. Was sollte denn die nächste Sache sein? Es ist ja eindeutig, der DJ fasziniert sie und sie wollen etwas von ihm. SMS-Kontakt war cool. Und dann die nächste Sache. Was würdest du sagen? Denke ich richtig oder in welche Richtung wollen die gehen? Ich glaube, dass du zum Teil recht hast, allerdings würde ich diese Sucht jetzt nicht hineindeuten, sondern eher, dass ein gestörtes Sozialverhalten bei der jüngeren Generation vorliegt, dass das Kennenlernen quasi stark eingeschränkt wurde oder um einiges verringert wurde und dass heute alles viel schneller geht als früher noch in der alten Zeit. Ob du damit recht hast, werden wir noch herausfinden. Denn das war Ian. Und Ian ist in der Story abgehakt. Nun geht es weiter in dieser Story. Und zwar Martin. Das war ihr Name oder sein Name. Ich habe sie im Zug 1 getroffen. Sie waren super duper heiß. Der eine Zug. Sie sagten, sie seien Maler. Hauptsächlich Kellner. Ein Kiffer und ein Skater. Also musste ich später sagen, das sind die Jungs, mit denen ich in der Highschool ausgegangen bin. Ich fand sie so nett und ich fand sie so cool. Das sind die Jungs, in denen ich in der Highschool ausgegangen bin. Sie waren nicht sehr nett und sie waren nicht sehr cool. Hier geht's doch wieder in die Richtung. Hier holen sie sich quasi das Nächste. Erst wird von Martin gesprochen und dann ist Martin in einer Gruppe von super duper heißen Leuten. Aber gut, du sagst, es war nur eine Vermutung von mir. Ich denke, hier führt der Weg immer weiter. Nein, glaube ich nicht. Hier verwechselst du die Reihenfolge. Hier. Moment, wie hießen die nochmal? Ian war nach Martin. Ja, Ian, dann. Die anderen hatte sie in der Highschool kennengelernt und sie waren ja nicht cool. Das heißt, da waren ihre inneren Werte noch wichtiger. Und jetzt wurde sie oberflächlicher mit der Zeit und hat eher auf Aussehen geachtet, obwohl sie hier mit Eiern überhaupt oder Ehen gar nicht viel gemeinsam hatte und ja, sie hatten auch nicht viel zu reden. Ian verschwindet auch auf einmal aus der ganzen Story wieder, so wie ein Side-Character. Komisch. Auf jeden Fall, die Jungs, mit denen sie ausgegangen ist, waren ihr einfach zu dumm und zu stoned in der Highschool. Also in der Highschool konnte sie niemanden finden, um ihr wahres Gelüste zu stillen. Weil sonst würde sie da weitergehen, wie es mit Ian hätte sein können. Aber Ian war auf einmal verschwunden. Also, warten wir ab. Meine Theorie kannst du ja immer noch widersprechen. Aber ich kann nur sagen, ich erinnere mich an Rocky. Er war 2 Klassen über mir, trug immer ein Bad Brains T-Shirt. Ich erinnere mich an Rocky. Er würde seine Freundin nicht absolvieren. Er sagte, sie habe einen so guten Kopf gegeben, er hätte ihm so einen guten Spirit gegeben. Und da ihr Opa gestorben ist, konnte sie ihn nicht abservieren. Ich gebe zu, der Übersetzer ist hier vielleicht ein bisschen undeutlich, deswegen klingt das ein bisschen hölzern, Nein, aber wir haben uns nein. nicht weiter Gedanken drüber gemacht. Was ist dein Kopf geben, Philipp? Ein Kopf geben, das ist das, was der Text so sagt. Ich denke, es wird aber ein Korb geben sein. Egal, er sagte, sie habe ihm so einen guten Kopf gegeben. Mir geht es um die Motivation. Wenn jemand einen schlechten Tag hat, ja, hat man ja schlechte Gedanken im Kopf. Und wenn er sie, seine Freundin getroffen hat, dann war er glücklich. So Dann ein hatte gutes er Gefühl, Kopf frei gemacht. gute Gedanken. Ja. Eins dieser englischen Dann, Sprichwörter, das wir jetzt nicht hinterfragen wollen. und dann ist er hier zum Opa gestorben und dann war er wieder traurig. Sie wollte, quasi sie wollte was von ihm, aber er wollte seine Freundin nicht hinterlassen, was ja eigentlich sehr lobenswert ist. Ja. Aber
Sie wollte, dass er mit ihr Schluss macht, aber daraus konnte dann halt nichts werden, weil Rocky zu viel Spirit hatte. Würdest du sagen, Rocky hatte einen guten Spirit, Jan? Ja, auf jeden Fall. Deswegen. Rocky war ein anständiger Mann, ja. Und vielleicht war er zu treu, wobei das eigentlich was Gutes ist. Aber Oder auch ich nicht. glaube, hier die Sängerin, sie hatte erst noch innere Werte, dann hatte sie diesen DJ, hatte alles. Wobei, nein, sie hatte erst die zwei Leute, die sie, da waren ihr innere Werte noch wichtig, dann wollte sie aber hier Rocky. Er hat sie abgelehnt, weil er schon vergeben war und danach war ihr alles egal und dann kam der DJ. Ich Das heißt, hier denke, kann man sehen, ja, ihr moralischer Verfall. ich würde sagen, der DJ ist, um schon mal vorzuspoilern, das Ende einer langen Story, denn später kommt noch jemand anderes. Aber gut, sagen wir es mal so, als sie dann gemerkt hatte, dass nichts mehr mit ihnen funktioniert hatte, ist auf einmal ein weiterer in die ganze Szenario eingetreten. Ich erinnere mich an Beery. Ich glaube, sein Name war Reed. Wir trafen uns auf einer Party von Miss Hape, und ich nannte ihn einfach Beery. Ich sagte ihm, ich sei 20. Dabei war ich 16. Das ist also vage. Jetzt ist es nicht nur der Gedanke, was sie eben will, wo ich ihm schon beschrieben habe. Jetzt will sie sogar illegal sein. Weil, wie ist denn das mit 16? Wenn sie sagt, dass sie aber schon 20 ist. Wir wissen, in Amerika gilt es ab 21 theoretisch, aber ab 18 ist, glaube ich, bei denen auch so eine Grenze. Aber wenn sie 16 war und schon mit ihren Gedanken da war, ist das illegal. Sie wollte Beery Reed illegal machen oder halt auch ihn zu einem Verbrechen vielleicht sogar hinzwängen. Wo ist der moralische Werdegang denn? Ja, hier sehen wir wieder den vorher schon angesprochenen langsamen moralischen Verfall. Und das mündet jetzt hier in einer, ja, einer Lüge, die den Betroffenen später sehr viel schaden kann. Ja. Da würde ich mich deiner Analyse anschließen. Und nicht umsonst sagt er ja, er fand es heraus und war wütend, dass ich ihm gesagt habe, dass ich 20 sei. Also, ja, da merken wir, das Lied geht in eine illegale Sexrichtung, die ich eben beschrieben habe. Der Verfall der Sängerin, vielleicht auch der ganzen Band. Dann kommt wieder ein Refrain mit, dass sie die Jungs in Highschool gedatet hat. Und dann, ja dann kommen wir zu einem ganz besonderen. Weil da kommt der gute Alex Murray in die Szenario. Alex Murray, du warst irgendwie gemein zu mir. Also ein Badass, wie man wahrscheinlich so sagen würde. Ich gab dir meine Jungfräulichkeit. Ich war 17. Er war 23. Vielleicht hat sie da auch schon gesagt, dass sie jetzt, oh, ich bin 21 jetzt. Und Alex Murray, gut, er, wenn er Bett ist, nach der Theorie war, war es ihm egal. Egal. Wir haben es kurz vor dem Abschlussball getan. Ich hatte Angst, es meiner Mutter zu sagen. Es war nicht wirklich die Bombe. Wir haben es kurz vor dem Abschlussball getan. Wir haben es kurz vor dem Abschlussball getan. So, dann würde ich sagen, Jan. Das Ende von der ganzen Sache, sie hat aufgegeben. Sie hat sich irgendjemanden geschnappt, mit der sie ihre Sexsucht stillen konnte. Und der illegale Faktor war ihr letztendlich eh egal. Oder wie interpretierst du das? Was? Ich glaube, sie hat einfach ihre Hoffnung aufgegeben und hat dann einfach geholt, was so da war. Und ich glaube, hier sieht man ja schon den moralischen Verfall, ja, unserer Wertegesellschaft. Ja, vor 40 Jahren war alles besser. Punkt. Ja, der CDU gefällt das. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt so den. Aber ich meine, man kann ja sagen, sie war. Ja, sie war kein Engel. Aber ich glaube, eines Tages wird auch noch sie ihr Glück finden. Und mit dieser talentierten Überleitung gehen wir jetzt zu No Angels und Someday. Denn eines Tages möchtest du was sagen. Natürlich. Ich beginne mit dem Text.
Ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt. Es gibt kein Zurück mehr. Es ist eine Einbahnstraße und es scheint, als wären wir gefangen. In gewisser Weise weiß ich, dass die Dinge. Okay. Geht schon zu lange. Es ist zu viel geworden. Es ist so schwer, weiterzumachen. Aber ich bin nicht derjenige, der geht so leicht weg. Wunderbarer Text hier. Wer auch immer die hingeschrieben hat, talentiert. Hier sieht man, dass erstmal auf den ersten Blick wirklich so eine Beziehung, erst ein Punkt, den nennt man auch oft The Point of No Return. Das ist quasi ein Punkt, wenn der irgendwo erreicht wird, kann man ein Ereignis nicht mehr abwenden. Und hier kann man erstmal oberflächlich könnte man denken, dass es einfach nur um eine normale Beziehung geht. Aber wenn man tiefer in die Materie geht und das Video anschaut, sieht man, dass der Mann ein Formel-1-Fahrer ist und eine Karriere hat im Motorsport. Ich möchte ergänzen, es ist keine Formel 1, sondern es führt zu einer Jugendserie der Formel 1, in der er anscheinend im Aufsteigen ist. Aber auch sie sagen schon, es ist eine Einbahnstraße und es scheint, als wären wir gefangen. Und in diesem Video fährt er halt in seinem Formel Boliden? irgendwas, Formel 3, Formel 2, Formel 1, egal, Auto rum. Und die Frau steht auf einmal auf der Strecke und er steigt danach aus und geht mit ihr weg. Allerdings muss man wissen, dass diese Fahrer ein langes Training absolvieren, um ja in diesem Sport bestehen zu können. Und das heißt, er opfert quasi seine Karriere für die Beziehung. Das heißt, sie hat quasi seine Karriere beendet, weil es gibt so viele junge, talentierte Fahrer, die seinen Platz natürlich direkt einnehmen wollen. Ja. Und er hatte vielleicht den Traum eines Tages, wie Someday, dass er eines Tages in der Formel 1 fahren kann. Aber sie hat seinen Traum zerstört. Ja, aber vielleicht war das ja auch sein Traum und wir müssten mehr grundlegend auf das Ereignis zugreifen. Ich meine, du siehst wieder, sie kommt auf die Strecke. Sie will quasi ihn und indem sie auf die Strecke geht, sind wir wieder bei dem anderen Lied von vorhin. Weil das ist illegal. Du darfst nicht als x-beliebige Person auf die Strecke gehen. Du gibst dich in eine Gefahr hinein. Und das ist einfach nur, du Allem. könntest Menschenleben töten. Nicht des Fahrers selber, aber den dahinter. Sprich, die No Angels wollen mit diesem Video zu dem Lied ganz klar einen Mord verursachen. Ja, vor allem es ist ja sogar noch extremer. Sie sagt ihm ja, wenn du dich für die Karriere entscheidest, begehe ich Suizid. Das hat sie ja quasi getan, als sie auf die Strecke gegangen ist. Und das war schon eine eindeutige Nachricht an ihn. Das heißt, er ist quasi in einer toxischen Beziehung gefangen. Er hatte die Wahl, töte ich sie oder nehme ich sie, um quasi selber ein Leben lang unglücklich zu sein. Und sie sagt ja auch hier noch, von diesem Moment an und weiter, aber ich bin nicht diejenige, die leicht weggeht. Hier sagt sie ja, ab diesem Moment, ich habe dich jetzt quasi annektiert, wie Putin die Krim, und ja, ich gehe auch nicht mehr weg. Das heißt, sie setzt ihm ja quasi die Pistole auf die Brust und sagt hier, so läuft das jetzt. Er hat ja eigentlich gar keine Wahl mehr. Meinst du, sie ist einfach Gift für ihn? Ich meine, ich habe gerade eben in dem Text eine Stelle gesehen, bei dem sie auch so etwas sagt wie ist, sie ist halt eben kein Engel. Es kommt ja auch das Lied von den No Angels. Ich finde Sie leider die sind echte Szene nicht. Menschen. Ja, und mit einer hellen, stärkeren Flamme, wir werden es richtig machen. In gewisser Weise kann es ein Wunder geben. Ist es denn dann ein Wunder oder ist es einfach nur ein provoziertes Ereignis? Das ist ein, ja, ist eine Projektion des Wunschdenkens der Sängerin, weil sie hätte gern ein Wunder, dass alles okay wird, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Und wenn es ein Wunder braucht, dass die Beziehung funktioniert, ist die Beziehung in der Regel nicht gut.
Sie sagt ja auch schon, ich versuche an die Liebe zu glauben. Sie weiß es ja noch nicht mal selbst. Sie versucht es ja nur. Aber der Versuch ist ja quasi ein Drang, der Drang zum Suizid. Das ist sehr kritisch gesehen. Wie würdest du es finden, wenn quasi du in einem Rennauto sitzt, den Sieg holen möchtest? Du möchtest quasi den Ruhm ernten. Du möchtest zeigen, wie heftig cool du bist. Und dann kommt jemand auf die Strecke und quasi, da du siehst, wer es ist, wirst du gezwungen anzuhalten, weil du eben auch vielleicht die Angst hast, dass der Person etwas passieren kann. Würdest du das wollen? Würdest du dir selber nicht den Arsch beißen später, dass deine Karriere durch so einen Moment zerstört wurde? Natürlich, auf jeden Fall. Man hat bei so solchen Sachen oft nur eine Chance, wie im Fußball. Und ja, oder seine Karriere wurde effektiv beendet durch diese Aktion. Vor allem der Streckenbetreiber, er verbannt doch die Beteiligten von der Strecke für immer. Wenn da etwas passiert, der Betreiber haftet ja dafür. Ja, das Und sind vor allem noch Millionen. die schlechte, und vor allem das Team, die schlechte Presse, die danach käme, Todesfall von Ferrari, ja, Freundin von Michael Schumacher rennt auf die Strecke. Ja, das wäre ja schrecklich. Ja, das stimmt wohl. Aber um einfach auch ein bisschen Empathie vielleicht für die Sache zu empfinden, findest du das romantisch? Ich verstehe die Intention, jedoch diese Person braucht Hilfe und ich würde ihr, ja, psychiatrische Hilfe stark empfehlen. Wer auf eine Rennstrecke rennt, vor ein, ja, sehr schnelles Auto, um die Karriere seines Partners zu beenden, um die Beziehung zu retten, das ist schon, ja, kein gutes Zeichen, sage ich mal so. Würdest du den Therapeuten Herr Naidoo ihr empfehlen? Ja, natürlich. Also. Dieser Mann hat eine Soul, hat eine Stimme wie ein Soul-Sänger. Er kennt alle Probleme. Und er ist auf Telegram. Ich wollte es eigentlich nicht mehr. Wir grüßen dich, falls du uns trotzdem hörst, wir grüßen dich trotzdem. Hab den Aluhut an. Alles wird gut. Beste Grüße aus unserem englischen Nationaltrikot. Um diesen Witz zu verstehen, müsst ihr die erste Folge gesehen haben, und das die Video. Wir damals aufgenommen haben. Und das Video. Und das Video müsst ihr dabei auch sehen. So ist das. Es ist halt, denn tief in meinem Herzen und meinem Verstand, ich glaube wirklich, dass Liebe blind macht. Sagen sie auch selber, die New Angels. Sie sagen selber, okay, wir haben es gemacht, aber es hat uns einfach blind gemacht. Wir haben nicht nachgedacht, sondern einfach nur gemacht. Ich meine, wurde trotzdem angerichtet und das kann man nicht einfach so gutheißen. Ja. Ja, sie sagt ja auch dann, im Grunde die Liebe kann ja noch magisch sein. Ich weiß, dass wir es richtig machen können, aber du hast so viel riskiert und deine Karriere zerstört, Leben riskiert, das musst du erstmal hinnehmen. Da ist dann zu viel verbrannte Erde. Das wäre quasi so, wenn man ein Video macht, erstmal ein Werbvideo von Edeka, dann und danach ein anderes Video dreht, in dem man behauptet, die BRD hätte eine Verfassung und ein Grundgesetz, als ob das verschiedene Sachen wären. Ja. Und dann muss man stark zurückrudern, weil falls irgendjemand jemals so etwas machen würde, würden oft schnell erkannt, dass diese Person oft Probleme hat. Wie in diesem Lied. Aber eines Tages kann ja wieder alles gut werden, vielleicht. Someday. Someday, someday, someday. Und wenn wir schon an der Rennstrecke sind, dann müssen wir doch eine Überleitung wahrnehmen. Denn wir nehmen den letzten Ride. Wir gehen in die letzte Runde quasi in unserem Auto und gehen zu den Sugar Babes mit dem Lied Push the, in Klammer, Jensen Button. Wer es nicht kennt, Jensen Button, ein ehemaliger Formel 1 Weltmeister. Und sogar Weltmeister. Selbstverständlich. War ein sehr guter Fahrer. Und jetzt TV-Interviewer. Also, ja. Drücken Sie den Button. Viermal.
Ich bin damit beschäftigt. Das war noch ein Knopf, ne? Es ist das gleiche in Deutsch. Push the button, drücken Sie den Button, drücken Sie den Knopf. Interpretieren Sie es frei, wie Sie wollen. Wir wissen alle, was es gemeint ist. Und nicht umsonst gibt es das Wort denklich. Ja, wir sind hier in Deutschland, hier wird doch Deutsch gesprochen. Dann dürfen Sie meinetwegen den Rest vortragen. Nein, ne? Weil es dein Lied ist. Ich bin damit beschäftigt, Hinweise zu geben, die er immer wieder vermisst. Sie müssen mich darüber nachdenken. Ich will küssen und alles um ihn herum, aber er ist zu weit weg. Da kommen wir doch eigentlich auch schon wieder an den Punkt, wir haben mit Jensen Button angefangen. Und wir wissen ja bekanntermaßen, er ist immer noch im Formel-1-Zirkus unterwegs, auch nur als Moderator, Kommentator. Aber er ist viel auf Touren. Und ich denke, das Lied geht über Jensen Button. Schließlich sagt sie ja auch nicht umsonst, Sie müssen nicht darüber nachdenken. Ich würde küssen, bla bla bla. Wo steht's denn jetzt? Ein Problem mit dieser Hier. Hypothese. Warte, alles um ihn herum, aber er ist zu weit weg, weil Jensen Button ist immer in der Welt unterwegs. Aber zu der Zeit, als das Lied geschrieben wurde, war er noch Fahrer. Ja, und selbst dann ist er auf der Welt hin und her gereist. Und möchten Sie eine Logiklücke hier in der ganzen Sache aufklären, dann erzählen Sie meinetwegen weiter. Sehr gerne. Wenn man sich das Video genauer ansieht, sieht man, wie ein Mann in einen, ja, einen Aufzug steigt und er möchte gern in einen anderen Stock. Jedoch stehen da vier Frauen und tanzen und blockieren quasi den Weg von ihm zu der Schaltfläche auf die, mit den Tasten, Knöpfen, mit den verschiedenen Ebenen. Und dabei singen sie, tanzen sie und dieser Mann denkt sich nur so, drück doch endlich den Knopf. Ich will diesen Tanz nicht sehen. Ich möchte einfach nur. Er hatte einen langen Tag von der Arbeit, möchte jetzt wieder ja, ganz nach unten. Ja, ins Erdgeschoss und dann noch in die Bäckerei für ein schönes Vollkornbrot. Und diese Frauen lassen ihn einfach nicht. Ja, Und pusht. er sagt die ganze Zeit nur, drück doch bitte endlich den Knopf. Bitte. Aber sie ignorieren das. Tja, wenn du bereit für mich bist, Junge. Sie provozieren es halt auch schon. Sie reden quasi von einem Sklaven. Aber wie offensichtlich sollte ein Mädchen denn sein, Jan? Das fragen sich die Sugar Babes in dem Lied. Ich war angetan von dem frühen Gesprächsstück und mir gefällt wirklich, wie er mich respektiert. Wo ist denn da der Respekt bei deiner Theorie? Wir haben gar keinen Respekt für ihn, weil er möchte ja eigentlich nur quasi ja in seine Wohnung nach einem langen Arbeitstag, aber sie möchten noch Zeit, weil sie ihn besser kennenlernen möchten, was erstmal okay ist. Aber man muss halt schon feststellen, dass er da stark belästigt wird. Ja, also würdest du schon wieder sagen, sie wollen einfach wieder egoistisch nur das eine und ihn lassen sie deswegen nicht in Ruhe. Wo? Ich kann ja nicht genau erkennen, was sie damit erreichen wollen. Das ist mir hier aus diesem Text nicht erkenntlich. Also. Aber ja, sie möchten auf jeden Fall ihn aufhalten. Er möchte einfach nur heim. Tja. Springen wir doch mal zu dem Refrain. Wenn du bereit für mich bist, Junge, drückst du besser den Knopf und lass es mich wissen, bevor ich auf falsche Gedanken komme und gehe. Du wirst den Freak vermissen, den ich kontrolliere. Wenn sie bereit für mich sind, Junge, drück den Button. Drück den Knopf. Also, ist dann quasi für dich der Typ der Freak? Oder sind's die Band, die oder die Sugar Babes, die da der Freak sind. Du wirst den Freak vermissen, weil er möchte ja einfach nur gehen. Aber sie möchten ihn ja aufhalten, sagen, hey, wenn du jetzt gehst, vermisst du uns Freaks. Und wie würdest du Leute bezeichnen, die zu viert in einem Aufzug stehen, auf einen armen Mann warten, der einfach nur heim möchte und dann so tanzen und nicht auf den Knopf drücken, der betätigt werden muss, damit er in sein Stockwerk kommt?
Tja. Könnte man noch als Freaks bezeichnen. Sie erkennen es ja selbst. Das ist ja auch diese Selbstreflexion, die schon noch vorhanden ist bei ihnen. Sie erkennen ja, dass sie etwas Falsches tun. Und dieses Lied ist quasi ein Hilfeschrei der Sängerin. Ich möchte doch eine andere Theorie noch in den Raum schmeißen. Ja, gerne. Schließlich haben wir ja auch hier eine sehr interessante Konstellation von den Sätzen, Wörtern, Bezeichnungen. Lass uns ein bisschen kreativ werden. Wir reden hier von einem Freak, der nur einen Knopf drücken muss. Haben Dann wir denn be für Bezeichnungen, Philipp? da was? Was haben wir denn für Bezeichnungen? Da bekommen wir denn, kommen wir auf jeden Fall. Wer könnte denn ein Freak sein? Und wer kann gleichzeitig einen Knopf drücken? Meiner Meinung nach reden wir hier über ganz, ganz, ganz tiefe Politik. Schließlich erinnern wir uns ja aktuell an das Drama von unserem guten Freund, Podcast-Hörer Donald J. Trump, wer ja nicht mehr der Präsident von den United States of America ist, denn er hat die Wahl verloren. Und was hat Melania Trump vor der Wahl gesagt? Wenn du kein Präsident mehr wirst, werde ich dich verlassen. Wenn du nochmal Präsident wirst, werde ich das anstandshalber bei dir bleiben. Eine Anspielung, die sich auch auf dieses Lied beziehen kann. Sie hat aus dem Lied gelernt. Denn Donald ist der Freak mit dem Knopf. Ein Präsident kann einen Knopf drücken und die Welt kann explodieren. Was hältst du von der Theorie? Jan. Ich habe mal gerade geschaut, ob es dafür irgendwelche Beweise gibt. Also das hier ist einfach nur ein Gerücht mit dieser Scheidung. Ich halte es auch für unwahrscheinlich. Die haben mehrere Kinder. Interpretation zum Lied. Ich glaube nicht, dass damit total Trump gemeint ist. Ich denke, die Sugar Babes Also, wussten schon früh, in welche Richtung es geht und haben eine junge Frau wie Melania damit geprägt und auf jeden Fall die Gedanken in die Richtung gelotst und vielleicht auch eine ganze Popkultur damit geprägt. aber ich glaube, als das Lied ge geschrieben wurde, war Donald Trump noch bei Kevin allein in New York zu sehen. Es ist ja auch etwas, was Melania geformt hat als Charakter und was vielleicht ist ja auch eins ihrer Lieblingslieder, weißt du's? Und dann hast du hier eben dieses Szenario, was du dir anders da einfach nicht erklären kannst. Ich wünschte, es gäbe jemand, der Licht in das Dunkel bringen kann. Ein Mann, der alles versteht und alles erklären kann. Donald ist angefragt schon, also das ist kein Thema. Notfalls, vielleicht ist es auch einfach jemand, braucht man einfach jemand, der quasi so die Mauern niedersinkt, um quasi wieder offene Grenzen zu schaffen und eben keine Knöpfe mehr übrig zu lassen. Und da wäre vielleicht auch ein David Hasselhoff gut für. Vielleicht wäre David Hasselhoff ja auch ein Problemlöser für viele Beziehungen, die vom Scheitern sind, weil sie eine unüberbrückbare Hürde vor sich haben. Wär auch sehr gut, um Zwangsehen aufzulösen. I'm looking for freedom. Ja, muss man auch mal sagen. Erinner dich doch bitte an die Folge mit Chris J. von der Army of Freshmen. Wir in Amerika haben ein Problem mit Freedom, war sein Satz. Wir merken, es baut vieles auf so einem Lied auf. Also, Natürlich. ich finde. Vor allem in den USA ist Freiheit sehr wichtig. Da kann ich sehr gut empfehlen von dem Film Team America, das wirklich tiefgreifende Lied America, Fuck Yeah. Das ist sehr gut. Fuck yeah, ich würde sagen, wir haben die Lyrik ausgereizt, wir haben jedes Wort, jeden Satz zerstückelt und haben Theorien geäußert. Diese lyrische Analyse wurde Ihnen von dem Trikot, dem englischen Nationaltrikot präsentiert und wir sind alle froh, hier zu sein. Wir hören gerne solche Lieder, wir freuen uns, mit euch zu kommunizieren. Ich bedanke mich Gerne. bei dir, Jan. Und ich bedanke mich vor allem bei Ihnen, die Sie zugehört haben. Bald laufen wir auf Arte, das Angebot liegt vor. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Analysefolge. Auf Wiedersehen und guten Abend.
Folge ist um 23:15 Uhr. Das sendet Zeit.